Mein ganzes Leben hat man mir gesagt, ich sei besonders. Einzigartig. Ein Unikat. Mit ganz besonderen Fähigkeiten und Erfolgen, die nur ich vorweisen kann. Mein Leben veränderte sich radikal, als ich realisierte, dass ich es nicht bin. Do not get the idea you're anything special, because you're not. Ich stelle mir die Frage, warum wollen wir überhaupt besonders sein? Ist das überhaupt erstrebenswert? Und gibt es nicht vielleicht auch einen alternativen Weg? Was in diesem Video folgt, ist nichts anderes als eine Auseinandersetzung damit, was uns zum Menschen macht. Als ich aufwuchs, gab es in meiner Familie die Erwartung an mich, der Besondere zu sein. Kann er nicht doch eine Klasse überspringen? Ich habe auch ziemlich viel Scheiße gebaut, das ging schon im Kindergarten los. Aber angeblich nur, weil ich unterfordert war. Mag sein, aber was impliziert das? Bin ich wirklich anders, gar besonders? In der Schule gab ich daraufhin Gas, war der Erste in meiner Familie, der studierte und gründete während meines Studiums mein erstes Unternehmen. Auf einmal fühlte ich mich wirklich besonders. Mit 21 Jahren die erste Firma gründen. Wow! Und versteht mich nicht falsch, das hat mich auch in vielerlei Hinsicht weit gebracht und extrem wachsen lassen. Und doch ist auch gleichzeitig etwas in mir gewachsen, was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Und das ist tatsächlich der Druck, besonders sein zu müssen. Auch lange nachdem wir die Firma beendet haben, hielt ich Ausschau nach dem nächsten großen Ding. Ich fand es jedoch nicht. Jedenfalls nicht in der Form, in der ich es erwartete. In meinem Freundeskreis habe ich Ähnliches erlebt. Nicht wenige wurden in ihrer Familie als die nächsten Wunderkinder gehandelt, aus denen einmal etwas Großes werden wird. Doch genau das Gegenteil passierte. Sie bemerkten, dass sie doch nicht so einfach durchstarten konnten, wie es die Familie erwartet hatte. Im Gegenteil, jetzt wirkten die nächsten Schritte schwer und kompliziert. Die Eigenidentität begann zu bröckeln. Zweifel kamen auf. Vielleicht bin ich doch gar nicht so besonders, wie meine Familie dachte. Was kann ich denn schon? Ich finde die Frage daher extrem spannend. Warum will jede und jeder von uns so besonders sein? Und es jetzt auf die Familie zu schieben und weil die ein bisschen Druck gemacht haben, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Gut, erstmal ist es nicht verwunderlich, dass wir uns freuen, wenn jemand das Besondere in uns sieht und das uns auch spiegelt. Wäre schon ein bisschen strange, wenn jemand sagt so, boah, gar keine Lust auf Bestätigung, Komplimente ganz strikt zurückweist und lieber in der Versenkung der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und das liegt daran, dass das Bedürfnis nach Anerkennung ganz eng mit unserem eigenen Selbstwert verbunden ist. Und na klar, wir sollten auch selber in der Lage sein, aus uns heraus einen eigenen Wert entwickeln zu können. Aber sind wir mal ehrlich, so ganz ohne andere Menschen wird es wahrscheinlich eher schwierig. Gewonnen hat Mr. Bodini! Also, dieses Bedürfnis nach Anerkennung zu erfüllen, ist erstmal völlig gesund und trägt auch zu unserem Wohlbefinden bei. Sei denn, dein Bedürfnis nach Anerkennung kippt in ein Bedürfnis nach kontinuierlicher Bewunderung deiner Großartigkeit, da wären wir dann schon beim Narzissmus angekommen. Anerkennung ist das eine. Aber wodurch wird denn jetzt dieser Wunsch gefüttert, besonders, besonders zu sein? Dafür gibt es mittlerweile ganz viele Erklärungen, Theorien und Bücher. Das würde wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir auf alles eingehen. Aber trotzdem hier im Schnelldurchlauf vier wesentliche Punkte, die dazu beitragen. Kultur. Der Drang nach Einzigartigkeit hat auch immer damit zu tun, in welcher Kultur wir aufwachsen. Schon 1980 wurde die Hypothese aufgestellt, dass Menschen in Umgebungen, die Freiheit fördern und Unabhängigkeit belohnen, Einzigartigkeit mehr schätzen. Das Interessante, in vielen asiatischen Ländern ist der Stellenwert der Familie und der Gruppe höher. Im Westen genießen wir tendenziell mehr Unabhängigkeit und Freiheiten als in manch östlichen Kulturen. Weshalb das Bedürfnis nach Einzigartigkeit in westlich geprägten Kulturen tatsächlich auch höher ist. Quelle dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Wohlstand. Dass Einzigartigkeit schon immer das Ideal war, das kann man so nicht sagen. Bis in die 70er, 80er galt nach dem Soziologen Andreas Reckwitz in der Gesellschaft die soziale Logik des Allgemeinen. In der allgemeinen Gesellschaft will niemand besonders sein, nicht auffallen, sondern sich möglichst gut anpassen und normal sein. Erst durch den Wohlstandsgewinn in den 70er, 80ern konnte die soziale Logik des Besonderen so richtig florieren. In dieser sozialen Logik geht es vor allem darauf, besonders zu sein, aufzufallen und sich möglichst gut von den anderen abzuheben. Ich finde, das ergibt total Sinn, denn erst jetzt war der Raum dafür da, sich überhaupt die Frage stellen zu können, wer bin ich eigentlich und
Was macht mich aus? Jetzt könnte man auch zusätzlich noch darauf eingehen, wie bereits mit der Bildungsexpansion in der Nachkriegszeit der Zugang zu höherer Bildung so erweitert wurde, dass infolgedessen zu einer höheren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt kam, was im Rahmen der Globalisierung und einem Aufstieg der Mittelschicht in China und Indien zu noch mehr Druck auf den Einzelnen führte, sich durch Qualifikationen und Fähigkeiten abzuheben, was im Rahmen einer globalisierten, wettbewerbsorientierten Welt dann zu ganz viel Druck auf den Einzelnen führte. Oder man sieht einfach, es ist sehr, sehr komplex. Und besonders sein ist nicht nur auf den Feierabend beschränkt. Konsumkultur. Marketingabteilungen springen auf den Individualisierungszug seit Jahren auf und sagen dir, wir haben ein total einzigartiges Produkt für dich, wenn du einzigartig sein willst, kauf. Du fühlst dich immer noch nicht besonders genug? Das können wir ändern. Du kannst jetzt deine eigenen Schuhe oder dein eigenes Müsli zusammenstellen. Der Trend der Singularisierung wird aufgegriffen und durch Werbung noch weiter verstärkt. Soziale Medien. Achtung, gut aufgepasst, ob ihr es glaubt oder nicht, aber Social Media verstärkt tatsächlich den Druck auf den Einzelnen. Sich ständig zu präsentieren und von anderen abzuheben, das war einfach noch nie so leicht wie jetzt. Hochgeschaut zu den besonderen Menschen haben wir schon immer, zu Promis beispielsweise. Doch heute ist die Hürde nicht mehr so groß, sich selber auszumalen, wie es sein könnte, der Stern am Himmel zu sein. Jeder von uns hat Instagram, jeder von uns kann etwas posten und dementsprechend ist man ja nur ganz wenige Schritte davon entfernt, selber zu etwas Besonderem aufzusteigen. Also ganz viele Gründe dafür, warum wir besonders sein möchten. Und wir wissen jetzt auch, was die Kehrseite des Ganzen ist, immer diesen ständigen Druck im Nacken zu haben. Wie schön, dass es so nicht bleiben muss. Ich erinnere mich an die Reise in die julischen Alpen Sloweniens im vergangenen Jahr zurück. Ich bin alleine dorthin gereist, wollte Freunde besuchen. Die Natur dort ist schroff und gewaltig. Mitten in den von Nebel umgebenen Bergen kam ich dann zur Ruhe und ließ die Naturgewalten auf mich wirken. Es war einer dieser Momente, in denen ich realisierte, wie klein mein Platz in diesem großen Ganzen eigentlich ist. Es sind diese Momente in der Natur, die in mir eine seltsame Ruhe und ein Gefühl von Geborgenheit entstehen lassen. Es war befreiend, in diesem Moment nicht gegen die ganze Welt konkurrieren zu müssen. Es klingt nach dem größten Schmerz und ist gleichzeitig die größte Befreiung. Wir sind nicht besonders. Your planet, I'll remind you, is not the center of its solar system. Your solar system is not the center of its galaxy. Your galaxy is not the center of the universe. In fact, astrophysicists assure us the universe has no center. Therefore, you cannot be it. Besonders inspiriert hat mich dieser Tage der Film Perfect Days von Wim Wenders. Es ist eine Geschichte über Hirayama, der die Toiletten in Tokio reinigt und einem geregelten, sehr einfachen Alltag nachgeht. Sein Leben ist alles andere als besonders. Und dennoch liegt seinem Leben etwas zugrunde, das mich tief berührt hat. Er kümmert sich mit vollstem Herzen um seine Pflanzen, nimmt sich jeden Abend Zeit zu lesen und wenn er morgens das Haus verlässt, schaut er als erstes in den Himmel. Er ist mit seinem Leben zufrieden. Sein disziplinierter Alltag, seine Sorgfalt und sein Auge für die ästhetischen Details inspirieren mich in ihrer Einfachheit. Er strebt nicht danach, besonders zu sein, denn er sieht das Besondere die ganze Zeit in der Welt, die ihn umgibt. Hirayama fordert uns auf, selbst einmal nicht Hauptfigur unseres eigenen Films zu sein, sondern auf der Bühne des Lebens auch einmal von der Tribüne zuzusehen, das Leben einfach passieren zu lassen. Hier noch eine sehr interessante Erkenntnis. Es gibt in der Psychologie nämlich Ansätze, die davon ausgehen, dass unser Bedürfnis nach Anerkennung eigentlich auf unser Bedürfnis nach Beziehung und Bindung zurückgeht. Laut der Selbstbestimmungstheorie nach Dacey und Ryan gibt es im Wesentlichen drei Grundbedürfnisse. Einmal ist das Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist dementsprechend oft nur ein Mittel, um das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit zu befriedigen. Und diese Erkenntnis, die finde ich unheimlich wertvoll, denn ich erlebe das sehr oft, dass wenn ich mich zum Beispiel verbunden fühle mit meinen Mitmenschen und meinen Freunden, meiner Partnerin, dass ich dann viel weniger zum Beispiel auf Social Media bin, weil ich das Bedürfnis nach Anerkennung vielleicht nicht so stark habe, weil das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit schon sehr stark befriedigt ist. Hingegen, wenn ich mich einsam oder alleine fühle, viel eher auf Social Media unterwegs bin. Deshalb frag dich gerne mal, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Fragen in diesem Video, wo fehlt es dir an Bindung, dass du sie dir durch vermeintliche Anerkennung holen möchtest? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du dich vielleicht nicht so verbunden fühlst? Wo nimmst du dieses Gefühl wahr? Spür da mal rein. Diese Fragen helfen uns, den wahren Kern unseres Bedürfnisses zu verstehen.
Und wenn wir erkennen, dass es eigentlich um Bindung und Beziehung geht, können wir anfangen, echte Verbindungen aufzubauen, statt uns durch oberflächliche Anerkennung besonders fühlen zu müssen. Ja, zugegeben, keine Hausaufgabe, die man mal an so einem Nachmittag abarbeitet. Aber das ist es wert. Ich habe oft selbst noch den Gedanken, irgendwas Großes in meinem Leben reißen zu müssen. Etwas zu erschaffen, das mein Dasein vielleicht sogar überdauert. Und ich kann diesen Gedanken auch nicht ganz abschalten. Er treibt mich an, Risiken einzugehen und die Extrameile zu gehen, um meinen Träumen näher zu kommen. Nur die Motivation hat sich in den letzten Jahren etwas verändert. Mir geht es nicht mehr nur darum, gesehen zu werden. Ich möchte auch lernen, zu sehen und zu verstehen. Ich weiß, dass ich so vieles noch nicht weiß und nie wissen werde. Dass ich so viel noch nicht erfahren habe und nie erfahren werde. Und genau deshalb möchte ich mich aufmachen. Nicht stehen bleiben, immer weiterentwickeln. Denn in der Weiterentwicklung liegt etwas Besonderes. Im Fehler machen und daraus lernen liegt das Besondere. Sich auf die Reise zu begeben, darin liegt das Besondere. Besonders sein, das ist unser Zeitgeist. Sich davon zu lösen, wird eine Reise sein. Doch es ist wert, sie anzutreten. Sich besonders zu fühlen, nicht aufgrund von oberflächlicher Anerkennung, sondern durch tiefe und echte Bindungen. Und um das Besondere jederzeit in dem zu sehen, das uns bereits umgibt. Wie Hirayama. Mich interessiert jetzt noch, was sind deine Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema? Kennst du das, diesen Druck, immer was Besonderes sein zu müssen, was Besonderes zu tun? Und wie nimmst du da Druck raus? Hast du irgendwelche Methoden, die du mit uns teilen möchtest? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dir hat das Video besonders gut gefallen und freue mich darauf, dich hier auch im nächsten sehr besonderen Video wiederzusehen. Mach's gut, bis bald, pass auf dich auf. Nicht unbedingt gerade, sondern was ist.